Hallo ihr Lieben, Rosa, Rosa, Rosa. Ich hatte in der Post dieses Douglas-Heft und habe mir das beim Frühstück angeschaut und war natürlich total begeistert, was es wieder alles an neuen, schönen Sachen gibt. Unter anderem hat mich gefesselt die Tatsache an sich, also Beautiful Blush, dass alles in diesen Rosé-Tönen im Frühjahr in die Geschäfte kommt, auf unsere Wangen kommt, auf unsere Lider kommt, wir roséfarbene Töne tragen, unsere Wohnung rosé-mäßig aufpeppen, ob jetzt Wände, Sofas, Müsli-Schüsseln, egal was, Puderfarben, Rosé mit Pink. Die Lippen werden auch zweifarbig gemalt, jetzt Pink mit Orange, also es ist sehr farbenfreudig. Und ja, ich war also heute, wie gesagt, beim Friseur und habe mir meine Haare mal so professionell den Ansatz machen lassen und in die Längen so ein Karamell-Glow, so ein Glossing von der Firma La Biostetik. Das ist also ein Friseur, der mit La Biostetik Farben und Produkten arbeitet, da ich die Erfahrung gemacht habe, aufgrund meines Alters, dass ich diese Produkte sehr gut vertrage, sowohl für mein feines Haar als auch für die Kopfhaut. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Ergebnis geworden. Und dann dachte ich mir, so, jetzt gehst du mal durch die Stadt und bummelst da mal so ein bisschen rum und guckst mal, was es so gibt. Und ich wollte eigentlich gar kein Geld ausgeben. Habe ich aber doch. So, dann war ich, aber ich habe eigentlich wenig gekauft. Nur so, also ein bisschen, ich kam nicht umhin da, ich musste das. Also als allererstes sind das diese entzückenden Ohrringe. Schaut die euch mal an. Ich finde, die sind so zauberhaft. Ich meine, die sehen natürlich schön zum Sommerkleid aus. Ich dachte nur, ich trage sie jetzt mal, ich mache sie mal rein. Das sind solche Quasten. Die hat man früher an so Sesseln gehabt. Oder an Teppichen oder an Kissen. Und das ist so ein Permutmäßig, das ist wie so ein Knopf. Also die sind ganz, ganz leicht. Die habe ich bei Accessorize gibt es das und bei, es gibt ja überall solchen Modeschmuck. Die Heidi Klum hatte nämlich letztens auch in irgendeinem, Dings hatte die auch so lange Ohrringe drin. Da dachte ich mir, Mensch, das ist eigentlich toll, so lange Ohrringe. Jetzt nicht nur diese Wagenräder, sondern eben solche in verschiedenen Farben, in Gelb oder Schwarz. Und ich fand diesen Roséton so schön. Und ich habe die jetzt nicht bei Accessorize gekauft, sondern bei Bershka. Bershka ist so ein, ja, so ein Mode, so ein Label. Die machen Mode, Taschen, also alles Mögliche. Unter anderem einmal bei Bershka habe ich da noch so ein Ding hier für einen Kopf, ne? Was man, also, oh, ich krieg das nie. Ich kann es jetzt ein bisschen schwerer haben. Was man sich ein Haarband für den Kopf. Auch in so einem Puderton, kostet 4 Euro. Fand ich ganz hübsch. Dann ein Sweatshirt, das fand ich total klasse. Das zeige ich, halte ich jetzt mal hoch. Seht ihr das? Das ist so ein Wohlfühl-Kuschel-Sweatshirt. Das fand ich total süß. Ich kann das ja nachher noch mal fotografieren. Und dann war ich noch bei H&M und also ich hatte ganz viel in der Kabine und das sah alles doof aus an mir. Am Bügel toll, an mir irgendwie. Außer eine Bluse, die fand ich so entzückend. Die war aber auch nicht ganz billig. Also für H&M-Verhältnisse 35 oder 36 Euro ist schon viel. Die ist mit so, also es ist so ein lila-blau. Und ich ziehe die nachher mal an und zeige die euch. Also diese Bluse habe ich gekauft bei H&M, das andere bei Bershka. Das Sweatshirt und das Haarband und diese Ohrringe. Und jetzt habe ich mir gedacht, also nicht jetzt, sondern vorhin, war ich beim Douglas. Wir haben ja den großen in Frankfurt, den größten Douglas Deutschlands über mehrere Etagen. Und da ist immer mächtig was los. Da ist jeden Tag irgendeine heiße Demo von Dior, Armani oder wie sie alle heißen, mit flotten Rhythmen, die da gespielt werden. Und die hübschen Mädchen, die Make-up-Artists, die sehen auch alle aus, so perfekt wie aus der Zeitung entsprungen. Aber sie sind alle sehr nett und lieb und freundlich und bemüht. Und man kommt sich ja als ältere Dame, man kommt sich ja schon so ein bisschen blöd vor. Die gucken einen so ein bisschen an, naja, sie wissen immer nicht so, sollen sie einen jetzt ansprechen oder nicht. Und wenn man jetzt so gar nicht weiß, was man will, ich weiß ja immer, was ich will und kann genau sagen, zack, zack, zack. Und dann, also, ne,
Ich sage denen nicht zack, 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 sondern ich sage denen, ich hätte gerne das, 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 das und lass mir das erklären. Und ich bin ja nicht so auf diesen Zug mit Urban Decay gesprungen. Also diese Firma Urban Decay haben wir alle schon mal von gehört. Das ist also eine Kosmetikmarke, die kommt aus Kalifornien. Wie soll es anders sein? Aus dem schönen Kalifornien, wurde in den 90ern gegründet von einer jungen Frau. Das ist ganz witzig. Die hat mit Nagellacken, mit 10 Nagellacken und 12 Lippenstiften hat die angefangen, weil damals in den 90ern war das ja so, ne, da war es eben so Avon und Revlon, nicht Revlon, ich weiß nicht, wie die alle hießen. Also diese alten, diese ehrwürdigen Kosmetikmarken wie Estée Lauder und so. Die hatten eben ihr Beige, ihr Rosé und vielleicht noch ein Rot. Und diese junge Frau wollte eben grünen und lila einen Nagellack und bekam das nicht in Amerika. Und hat gesagt, okay, wisst ihr was, wenn ich das nicht bekomme, dann gründe ich mein eigenes Label. Und so wurde Urban Decay gegründet. Und wie gesagt, mit Nagellacken und Lippenstiften haben sie angefangen. Und seit 4 Jahren ist Urban Decay auch in Deutschland. So, also kann man es auch in Deutschland kaufen. Mittlerweile haben sie das ganze Sortiment von A bis Z. Und die sind qualitativ sehr hochwertig, also ja, sehr hochwertig in der Pigmentierung, in der ganzen Farbbrillanz, die seidigen Texturen. Und ich habe mir gedacht, gut, also ich mache es jetzt mal. Ich investiere jetzt mal in Urban Decay und habe mir 3 Produkte gekauft. So, und diese 3 Produkte, die sind jetzt nicht irgendwie verschwendungssüchtig, weil ich ja immer predige, weniger ist mehr. Also ihr wisst ja, dass mein Primer von Smashbox, der war ja nun eingetrocknet, der war alle. Und nun musste ich mir einen neuen kaufen. Und ich bin jetzt dahin, nee, eigentlich bin ich nicht wegen des Primers zu Urban Decay. Ich stand da so rum an dem Stand und habe mir das angeguckt. Und ich habe ja in dem Douglas-Heftchen gesehen, dass diese Palette von Urban Decay, ich muss mir meine schlaue Brille aufsetzen, dass die vorgestellt wurde. Und zwar nennen sie diese ganz süß Rosenkavalier. 12 changierende Nude-Töne in rosigem Touch. Naked 3. Die Naked 3 ist das, also die Palette 3. Und die wollte ich mir jetzt mal in Natura anschauen und das habe ich getan. So, also, so sieht das Teil aus. Das ist die Verpackung. Es sind, wie gesagt, es sind eine Metall-Metal-Case, also eine Metallschatulle. Angelehnt vom Design erinnert diese Schatulle an so Stifteboxen. Kennen wir vielleicht die Stifteboxen, genau. Oder Stifteschatulle hört sich als besser als Stiftebox. So, also wir haben da drin, ach, wunderschön. Mein Gott, ist die schön. Guckt euch das mal an. Es ist der Hammer. Also sie ist einfach, also ich bin ja nun auch Malerin, also ich male auch Bilder, also großflächige Bilder. Und ich bin ja so ein Farb, also diese Farben sind einfach fantastico. Das ist so ein doppelseitiger Pinsel hier dabei. Zum Schattieren und Verblenden ein Spiegel, hier ist natürlich noch eine Folie drum. Und also diese Palette verspricht seidige Textur, intensive Farben, eine lange Haltbarkeit, eine einzigartige Fähigkeit zum Verblenden haben wohl auch diese Farben. Ich habe das ein bisschen da probieren dürfen mit der Testpalette. Und das sind, wie gesagt, also pastellige Farben in, also pastelliges Rosa bis schimmerndes Pink, Aubergine. Und es sind auch 1, 2, 3 matte Töne zum Verblenden, also für die Lidfalte dabei. Ihr seid mir jetzt nicht böse. Ich mache das jetzt nicht wie andere YouTuberinnen und swatche euch das, weil das bringt euch eh nichts, ob ich das jetzt auf dem Handrücken jetzt oder auf dem Arm zeige, weil ich möchte ungern, man hat zwar die Finger sich gewaschen, aber mit den Fingern in die Farben gehen, weil man hat doch ein bisschen, man hat immer irgendwie so ein bisschen Fett an den Fingern. Und wenn man mit den Fingern in so ein pudriges Produkt geht, lässt es sich im Nachhinein nicht mehr, also das verbappt irgendwie. Also, dann habe ich gleichzeitig noch gedacht, okay, wenn ich diese tolle Palette habe, kaufe ich jetzt noch einen Lippenstift dazu. In so einer Verpackung ist auch so ein Aubergine und Gold. Eine irre Farbe, die habe ich übrigens auch auf den Lippen. Die nennt sich Verdot Cream.
So, wartet mal. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Die hatte ich mir dann auf die Lippen gegeben und dachte ich mir, okay, die nehmen wir noch mit dazu. Die kosten 19 Euro. Und dann dachte ich mir noch, okay, weil ich dann diese Lidschattenpalette hatte, jetzt müsste ich eigentlich auch noch einen Primer haben. Und dann habe ich jetzt noch einen Primer von der jungen Dame empfohlen bekommen. Und zwar einen Anti-Aging Primer. So sieht der aus. Das ist in so einem lilafarbenen Ombre. Also der Farbverlauf ist so Ombre. So ein Typchen ist das. Und dieser Eyeshadow Primer Anti-Aging ist also die perfekte Basis für ein Augen-Make-up. Wird versprochen, verspricht eine extra Portion Frische auf den Lidern durch diesen wertvollen Anti-Aging-Wirkstoffe. Verjüngt und kaschiert und kleine Fältchen werden vermindert. Es ist da drin enthalten ein Weichzeichner, der das Licht streut und Unregelmäßigkeiten kaschiert. Und die ganze Geschichte ist hier so ein Stabfilter ist da dran. Nicht ein Stabfilter, ein Stabapplikator. Und mit diesem Applikator geht man dann auf das Augenlid. Und die junge Dame sagte, sie hätte ihren Primer schon 2 Jahre. Also ich würde mich schon freuen, wenn er 1 Jahr hält. Also 19,90 Euro, da ist das sogar preiswerter als der von Smashbox. Und was ich eben sehr sympathisch finde, dass da eben so eine Anti-Aging-Wirkstoffe drin enthalten sein sollen. Die werden noch drin sein. Ich werde sehen, wie sich das auf dem Augenlid dann macht. In echt, in Natura, in live, wenn ich es dann auftrage. Und am besten mache ich das. Ich werde auf jeden Fall ein Tutorial machen zu dieser roséfarbenen Palette. Und ja, und jetzt werde ich mal kurz Schluss machen und werde mal diese Bluse anziehen und das Sweatshirt, ja? So, ihr Lieben, das ist jetzt das Sweatshirt, also völlig unspektakulär, ein einfaches puderfarbenes Sweatshirt mit einem langen Arm und so einem Bündchen. Wie sagt man denn? Ein Schlitz, genau, es ist ein Schlitz. Also, fand ich jetzt, kann man nicht viel falsch machen, für 12, 13 Euro waren das, glaube ich. So, das ist jetzt das Blüschen oder diese Tunika, die hat 4 Knöpfe, hier so ein kleines Schößchen, so ein angesetzten Mini, so wirklich ein Mini-Puffärmelchen ist das. 100% Viskose, in der Türkei hergestellt, in einem sehr schönen Blau mit so einem Blümchenmotiv. Der Ärmel hat hier nochmal 2 Knöpfe. Es trägt sich wirklich toll. Trägt sich toll auf, da kann man das auch so ein bisschen lässiger. Ich mag das ja nicht so, wenn das so zugeknöpft ist. Man kann das also auch offen lassen. Ja, sieht sehr schön aus zu einem Rock oder auch zu einer Jeans. Macht ein sehr schönes Dekolleté. Kostet wie gesagt 34,99 Euro. So, ihr Süßen. Vielleicht habe ich euch jetzt ein bisschen angefixt, angesteckt mit diesem Rosa. Also das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit Rosa, also Rosa nicht in Verbindung bringe mit Barbie-Rosa oder Schweinchen-Rosa, sondern für mich ist Rosa momentan Puderfarben. Und das ist, das hat wirklich, obwohl es so nach nichts aussieht, ne, so gar keine Farbe eigentlich, macht es doch etwas, es macht frisch, also ab einem gewissen Alter auch so einen frischen Teint. Ich habe das, ich habe übrigens, das Augen-Make-up ist aus der Palette. Kann ich euch ja mal zeigen. Das ist aus der Palette, aus der Naked 3 geschminkt. Und ich dachte immer, dass so rosa so verheult aussieht. So, naja, so als wenn man geheult hat und rote Augen hätte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, dass Rosa so etwas Frisches, gerade bei blonden Frauen, oder ich bin ja jetzt nicht super blond, es ist so dunkelblond, also Karamell. Das muss man sehen, wie das, ich weiß es, doch, ich kann mir das auch sehr gut schön vorstellen bei brünetten Frauen oder auch bei dunkelhaarigen Frauen oder auch wenn jetzt die Haare so ein bisschen gräulich schon sind. Also Rosa macht immer so frisch, also Rosa hat gar nichts mehr mit Altbacken zu tun. Genug gequatscht, ihr Süßen, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.